Hallo zusammen, Fensterlicht fotografieren mit Blitz. Es gibt zum Thema Fensterlicht mehrere Folgen von mir. Ich verlinke mal auf eine vom letzten Herbst, wo ich das eigentlich ausführlich erkläre. Wenn man jetzt kein passendes Fenster hat oder abends fotografieren möchte oder muss oder einfach mehr Kontrolle haben möchte etc., das Ganze kann man natürlich auch mit dem Blitz machen. Jetzt hier vielleicht ein bisschen Overkill, das ist eine 120x120 Meter Softbox, also 1,20 m x 1,20 m. Indirekt, das heißt der Blitz ist da drinnen. Der blitzt also da rein und das Licht verteilt sich dann relativ gleichmäßig, sodass man quasi ein Fenster hat in der Größe. Das heißt, man hat ein Fenster von 1,20 m mal 1,20 m. Das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach wie es ist. In einem kleinen Raum wird das eher zu groß sein. Es ist schwierig, dann das Licht zu kontrollieren. Es ist dann zum Beispiel auch schwierig zu sagen, ich habe einen schwarzen. Ups. Ist ein Jung Nu, der kann das ab. Schwarzer Hintergrund. Ich habe jetzt hier einen Reflektor hingehängt mit der schwarzen Seite, sodass ich einen dunklen Hintergrund habe. Je größer das Ding ist, desto schwieriger ist, den schwarz zu kriegen und die Knitter nicht mehr zu sehen, die da drin sind und so weiter. Also eine kleine Softbox, eine 50er, 70er, 90er, ist einfacher zu handhaben. Dafür ist das Licht nicht so leicht soft zu kriegen. Wenn ich richtig softes Fensterlicht haben möchte, ist größer, nicht besser, aber einfacher. Aber schwerer zu kontrollieren. Okay, ich zeige das. Nicht verwirrt sein, ich zeige das. So, ich habe jetzt hier in der Hand Yongnuo 603. Ein zweiter davon hängt an meiner Canon EOS R mit dem Sigma 85mm dran. Das heißt, ich kann Gesichtsautofokus machen und ich kann TTL, ich arbeite im TTL-Modus. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, ich sehe Augenerkennung, das klappt so bedingt mit der Brille, aber es sollte gehen. Dann macht er ein Foto. Und dann habe ich hoffentlich korrekt belichtet. Ich kann es jetzt mir nicht anzeigen lassen. So, und die wichtige Frage ist jetzt nämlich, wie hell soll der Blitz sein? Das übernimmt die TTL-Automatik für mich. Das klappt sehr, sehr gut. Ich habe hier drin einen kleinen Rollei-Blitz, der das halt eben für mich macht. Dazu gibt es sonst eigene Folgen, wo ich erkläre, wie man den Blitz hell macht. Schwieriger ist die Frage, wo soll ich mich hinstellen? Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Das gleiche gilt für Fensterlicht, Dauerlicht und so weiter. Es wiederholt sich alles im Grunde. Dieselben Tricks, wenn man die mal verstanden hat, dann spielt es keine Rolle, ob ich einen Blitz oder ein Fenster habe. Das Vorgehen ist immer genau gleich. Das heißt, ich stelle mich hier irgendwo hin. Die Frage ist ja, wo stelle ich mich hin? Die Kamera bewegt sich jetzt nicht. Das heißt, es ändert sich natürlich so ein bisschen. Ich werde größer, wenn ich dichter komme. Und es ändert sich so ein ganz klein bisschen natürlich Schärfentiefe, weil ich an der Kamera nichts rumstelle. Wenn ich hier ein Bild mache und hier ein Bild mache und hier ein Bild mache, dann verändert sich die Charakteristik vom Licht. Und die ganz, ganz einfache Erkenntnis und Hausaufgabe wäre natürlich, du hast es dir gedacht, weil es steht auf meinem T-Shirt, ausprobieren. Das ist tatsächlich so. Ich habe am Wochenende einen Workshop gemacht in Köln und Göttingen und da haben wir genau sowas gemacht, zum Beispiel verstehen den Zusammenhang zwischen Licht und Entfernung, weil Entfernung ist alles in der Blitzfotografie. Gerade wenn ich so an mir vorbei fotografiere, dann habe ich sehr viel Licht, das ich verschwende natürlich, weil das Licht mich nicht direkt trifft. Und ich habe sehr viel Einfluss von der Entfernung natürlich auch logischerweise, weil es ganz enorm davon abhängt, wo ich stehe. Wenn ich hier stehe, dann trifft mich das gesamte Licht von dem Blitz von der Seite. Die Helligkeit hier ist sehr viel höher als hier natürlich. Je weiter weg ich gehe, desto irrelevanter ist das. Das heißt, das Bild verliert so ein bisschen an Kontrast. Der Helligkeitsunterschied, der verschwindet irgendwann. Der ist jetzt sehr viel geringer, als wenn ich hier direkt daneben stehe, natürlich, logischerweise. Muss ja ein Unterschied sein. Und wieder, es ist nicht richtig oder falsch. Das gleiche ist, wenn ich mich seitlich bewege. Eine gute Daumenregel ist, dich an oder das Model an die Kante von dem Blitz zu stellen, von der Softbox. Ungefähr an die Kante, wenn ich so eine große habe. Nicht eine 30er Softbox nehmen und das Model an die Kante stellen, aber bei so einer großen würde ich das machen. Und dann ist ein bisschen die Frage, wie dicht soll ich denn da dran stehen? Jetzt gehe ich einen Schritt zur Seite. Und schon ist das Licht ein bisschen anders, obwohl ich mich nur so viel bewegt habe. Ein bisschen anders. Und je mehr ich mich bewege, dann müsste ich jetzt die Kamera bewegen, ich sehe mich nicht mehr. Aber du siehst das Vorgehen. Das Vorgehen ist eigentlich immer gleich. Überleg dir im Vorfeld ein bisschen, was du haben willst. Willst du hohen Kontrast haben? Willst du versuchen, so ein Rembrandt-Licht zu machen? Rembrandt-Licht ist halt das Foto, wenn hier so eine Lichtkante ist und die Gesichtshälfte ist sonst relativ dunkel. Dafür muss das Licht natürlich sehr seitlich kommen, aber es soll hier halt auch nicht gar nichts hinkommen. Und das macht einen großen Unterschied, ob ich so stehe oder ob ich so gucke. Offensichtlich, ich habe nichts verändert. Die Kameraeinstellung ist gleich, der Blitz ist alles gleich. Ich habe nur den Kopf bewegt. Und wenn ich so hingucke, ja, so verträumt aus dem Fenster gucken und so, gerade mit sowas, wo ich sage, ich will Fensterlook simulieren,
Da kann man das ja gut machen, ne? Kaffeetasse in die Hand geben, so ein bisschen Mädchen im, oder Frau im Rollkragenpullover, Kaffeetasse in die Hand, guckt so verträumt aus dem Fenster. Und dann will ich das Gesicht zum Licht haben, zum Fenster haben. Und dann gucke ich halt so. Und ganz was anderes ist halt, wenn ich so einen düsteren Look haben will, ne? Krieger, irgendwie am besten vielleicht noch irgendwie Bodybuilder oder sowas mit einem zweiten Blitz etc. und guck so ein bisschen stark zur Seite. Dann ist die Gesichtshälfte natürlich dunkel. Oder wenn ich irgendwie jemanden im Kostüm habe oder wie auch immer, kann man sich ja was ausdenken. Große Softbox. Das Ganze geht, wie gesagt, auch mit der kleinen. Ich habe eine 50 cm Softbox vorbereitet. Ich baue das kurz um und zeige, dass das genauso geht mit der 50er. Moment. So, jetzt habe ich umgebaut. Und zwar habe ich jetzt gewechselt auf eine 50er Softbox, eine Deep Octa von Rollei 50 rund. Das heißt, mein Catchlight ist anders. Es ist rund, wenn das vorige war so groß und quasi formlos, ein bisschen eher quadratisch, sodass man am Catchlight eigentlich nicht sehen kann, dass es ein Blitz und ein Fenster war. Der Nachteil hieran ist, das reflektiert nachher so in der Brille, dass ich deswegen jetzt die Brille abgenommen habe. Bei einem großen reflektiert es auch so ein bisschen, das ist aber nicht zwingend schlimm. Weil wenn ich mich mit der Brille ans Fenster stelle, dann habe ich ja auch eine Reflexion. Das ist für dich jetzt vielleicht störend, weil du genau zoomst und reinguckst und so weiter und so fort, aber es ist realistisch. Deswegen mag ich das eigentlich, dass bei Fensterlichtbildern da durchaus ein bisschen Reflexion drauf ist. Ein bisschen, nicht so, dass man nachher das Auge nicht mehr sieht. Deswegen hatte ich eben die Brille auf und deswegen habe ich sie jetzt abgenommen. So, ansonsten, ich habe nichts verändert, ich habe an der Kamera nichts verändert, ich habe in der Blitzeinstellung nichts verändert, ich bin immer noch im TTL und ich sehe, Gesichtserkennung klappt jetzt besser, Augenerkennung klappt besser, weil die große, markante Brille, da tut sich die Augenerkennung manchmal ein bisschen schwierig. So, das heißt, ich bin jetzt hier, mache hier wieder ein Bild. Und jetzt spielt es natürlich noch sehr, sehr viel, weil es so ein kleiner Blitz ist. Es ist jetzt viel, viel wichtiger, wo ich stehe. Ich komme nur ein bisschen dichter. Gleich viel, viel markanter. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Und schon habe ich ganz anderen Look natürlich nicht, aber deutlich anderen Look. Ich gehe mal so weit weg, wie ich kann. Und ich komme mal richtig daneben. Split Lighting. Also du siehst, ein kleiner Blitz ist nicht zwingend schlechter oder sowas. Für eher einen männlichen, harten, candigen Look oder sowas ist das viel, 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 viel knackiger halt, aber es ist viel schwieriger. Pass auf, ich zeig das nochmal. Ich stehe hier ungefähr an der Kante von dem Blitz, bei dem kleinen, nicht genau an der Kante, ein bisschen dahinter. Sowas wahrscheinlich. Und jetzt gucke ich woanders hin. Und schon ist die Gesichtshälfte schwarz. Nicht richtig oder falsch. Und andersrum wieder, ich gucke aus dem Fenster. Es macht sehr, sehr, sehr viel aus, wie ich mich bewege. Es ist viel schwieriger, das Model zu führen mit der kleinen Softbox als mit der großen. Dafür gibt es wahrscheinlich die interessanteren Fotos. Also groß, klein und so weiter, nicht gut oder schlecht, einfach anders und passend für das richtige Foto. Auch das war am Wochenende, das ist halt noch frisch im Kopf, deswegen, weil die Leute stellen ja immer die gleichen Fragen. Das war halt auch ein großes Thema. Wir hatten zwei Models, die sehr verschieden aussehen. Ne? Lange Haare, kurze Haare, sehr, sehr markantes, kantiges Gesicht, eigentlich so ein bisschen fast. Und die andere halt blond, soft und so weiter. Also total anders. Beide sehr attraktiv natürlich, aber ganz, ganz anders. Und das war natürlich super spannend für die Teilnehmer, dass wir gesagt haben, für das Model suchen wir das passende Lichtsetup und machen nicht das gleiche Setup für die gleiche Frau, obwohl wir das hätten können. Aber es passt dann halt nicht. Ne? Auch Kleidung natürlich und so weiter, was will ich erzeugen etc. und so fort. Also das vielleicht so nochmal als Gedankenanstoß. So, ich hoffe, das war interessant und nützlich und vor allem hat es animiert zum Nachmachen, weil wie gesagt, ich kann das hier vormachen, bis ich schwarz werde. Es nützt nur was, wenn du es selbst machst. Deswegen habe ich es gezeigt mit zwei verschiedenen Softboxen. Es spielt keine Rolle, welche du hast. Du kannst das Ganze mit einem Aufsteckblitz machen, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Gerade wenn du einen kleinen Raum hast, ist ein Aufsteckblitz vielleicht sogar besser. Du kannst das im manuellen Modus machen, das spielt überhaupt keine Rolle, dass es jetzt hier ein Studioblitz ist, der natürlich mehr Power hat, aber ich bin ja hier nicht auf volle Leistung. Also ich bin ja hier sowieso nur auf einen Bruchteil der Leistung. Das geht also auch mit einem kleinen Blitz. Aber das Leben ist natürlich viel einfacher mit so einem Studioblitz. Es ist nur einfacher, aber nicht, dass es nicht geht. Es muss nicht so eine große Softbox habe ich gesagt. Überleg aber mal über sowas nach, so eine indirekte Softbox wie das hier, weil das ist so eine Umbrella, kann ich aufspannen, zack. Und es dauert irgendwie 10 Sekunden der Aufbau und das ist natürlich schon convenient. Das haben mir die Leute am Wochenende wieder gesagt, dass sie alle irgendwie bei sich zu Hause im Keller oder im Wohnzimmer halt fotografieren. Und ja, klar, das ist natürlich ein Problem, wenn die Frau denn das Wohnzimmer haben will und ich will da irgendwo eine Glitze aufgebaut stehen lassen, dann hilft das natürlich, wenn man sowas hat, dass man schnell zusammenbauen kann. Muss ja nicht die sein, aber dass man das schnell zusammenbauen kann. Ich verlinke auf das ganze Zubehör und so weiter.
Ich mache es mir jetzt sehr, sehr einfach, weil ich die Canon EOS R habe. Die hat Augen, Autofokus, Gesichtserkennung. Das haben natürlich inzwischen heute viele Kameras. Da kann man sowas nehmen wie die Yongnuos. Da ist das passende Kabel drin. Das ist halt jetzt für Canon das passende Kabel. Die kosten zu zweit 20, 25 € mit dem passenden Kabel. Und das ist schon alles. Und dann kann ich ganz normal im Autofokus arbeiten. Weil auch das haben mir mehrere geschrieben in letzter Zeit, dass es immer nicht klappt mit dem Selfie-Modus. Doch, natürlich klappt das. Wenn man Gesichtserkennung hat, ist das ja furchtbar einfach. Einmal noch. Und wie gesagt, ich mache es mir jetzt schwierig, weil ich die Brille aufhabe. Ich habe natürlich eine Reflexion drin und so weiter. Auch dazu gibt es ein eigenes Video, wo ich erkläre, wie das mit der Reflexion geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.